In der Reihe Deambulation in Linie versuche ich heute die Astrid Rampula im Gaffert. Ich bin die Astrid Rampula. Ich produziere Filme, also einerseits Imagefilme, mache Werbeclips, Animationen, so Motion Design und Filme auch fürs Fernsehen, also Nachrichtenbeiträge, Society-Beiträge. Und arbeite auch an Dokumentarfilmen. Das ist so mein Wie lange arbeitest du schon im Bereich Film? Im Bereich Film bin ich jetzt gute 2 Jahre, also sehr, sehr intensiv. Mhm. Und davor habe ich mich mehr mit Fotografie beschäftigt, bin über die Fotografie zum Film gekommen. Und davor war ich jetzt über 10 Jahre lang in der Mikrochip-Entwicklung tätig, also ganz was anderes gemacht. Mhm. Und bin aber jetzt mehr in den technisch-kreativen Bereich gegangen. Interessant. Mhm. Wir sind hier im GAFT in der Marie-Hilfer-Straße. Mhm. Das ist ein Gemeinschaftsbüro, wo du dir einen Arbeitsplatz gemietet hast. Ja. Seit wann? Ich bin jetzt seit einem guten Jahr hier im GAFT drinnen. Das ist eine Bürogemeinschaft, wo wir einfach gemeinsam, also wir sind so 10 bis 15 Leute, einen Raum oder einen Riesenraum, also über 300 Quadratmeter, uns teilen und auch die ganze Infrastruktur teilen und die ganzen Räumlichkeiten, Kaffeemaschinen und alles. Und das ist einfach ein super Synergienort, meiner Meinung nach. Bist du viel hier? Ich bin sehr viel hier. Also wenn ich nicht gerade filme oder so, irgendwie filmerisch unterwegs bin, bin ich dann hauptsächlich da und verarbeite dann die Daten, sprich schneiden und nachvertonen. Wie viele Stunden circa pro Tag? Ja, so 10 bis 12, manchmal auch 14 Stunden. Und also Wochenende 10 bis 12. Eher nicht, oder? Ja, an Tag, am Wochenende nehme ich mir meistens frei und einen tue ich arbeiten, aber das sind dann mehr so langsame, also ein bisschen gemütlicher. Ja, langsam und so ein bisschen mehr mal drum surfen und so schauen, was los ist. Also es ist schon Arbeit, aber es ist irgendwie abschweifen auch sehr viel. Ja. Magst du deine Arbeit gern? Total, ja. Ja, ich habe schon sehr viel gemacht in meinem Leben, also ich habe sehr viel ausprobiert auch, im Prozessmanagement und im Marketing da ein bisschen was gemacht. Aber das taugt mir jetzt wirklich am meisten, weil es einerseits Kreativität mit der, ich bin doch irgendwo noch so ein Technik-Fuzzi, also das ist eine gute Kombination dazwischen. Mhm. Arbeitest du noch mit Leuten aus dem Viertel zusammen? Gibt es Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? Ja, auch. Wobei das ist erst so ein bisschen im Entstehen, dadurch, dass ich noch nicht so lange da bin. Und im Konkreten ist das mit der Martina Busterhofer, die eben auch teilweise im GAFT-Tierinnen ist. Die kommt mir von der Theaterpädagogik. Und wir arbeiten gemeinsam an einem Dokumentarfilm. Über? Da geht es um eine Menschengruppe, eine Randgruppe, die ein ganz besonderes Projekt in Graz vorhat. Weil jetzt stell dir mal vor, du bist in einem sozusagen in einem fremden Land, bist aber vielleicht sogar schon hier aufgewachsen und geboren. Ja? Und da gibt es etwas in deinem Leben, was einen ganz hohen Stellenwert hat. Ja? Und du musst das aber in einem Hinterhof ausführen. Und was ist das? Im Konkreten geht es hier um den Bau der Moschee in Graz. Und das ist ganz ein interessantes und tolles Projekt. Und das beleuchten wir einfach auf unterschiedlichsten Ebenen. Architektonisch, politisch, gesellschaftlich ganz stark und auch ein bisschen psychologisch. Das sind so die Ebenen. Interessant. Ja. Arbeitest du sonst noch mit jemandem zusammen? Oder geben sich manchmal neue Synergien? Ja, schon. Also mit Stefan Schmid mache ich ein anderes Projekt, auch in einem fremden Land, wo es darum geht, endlich nach 70 bis 80 Jahren endlich einmal seine Meinung sagen zu können. Du musst dir vorstellen, wenn du auch in deinem Alter zum Beispiel nie über die politischen Gedanken reden hast dürfen und jetzt endlich darfst du deine Meinung kundtun. Und zwar geht es dann konkret um Kairo, um Ägypten, und da machen wir einen Dokumentarfilm über die Zeit nach der Revolution, wo Leute jetzt endlich nach über 70 Jahren Unterdrückung einen Traum haben und ihren Traum leben können. Fein. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein drittes Projekt, an dem du arbeitest. Genau, das dritte Projekt, da geht es um ein Fahrzeug, wobei es geht nicht ums Fahrzeug, sondern um die Menschen rundherum, und zwar im Konkreten die Vespa. Die ist jetzt doch schon 1946, also über 50 Jahre alt,
Und da geht es um die Kulturen rundherum, um den Lebensstil. Also die ganzen Subkulturen, die da rundherum sind, von den Mods bis zu den Scooter Boys, was die Leute so für Musik hören, was sie anziehen und die ganzen Dinge. Und das ist wirklich auch ein größeres, abendfüllendes Projekt, das wir da machen. Das mache ich zusammen mit dem Jörg Krasser, also einem Kollegen von mir. Viel vor, ha? Ja, viel vor, viel zu tun, aber es ist echt. Und dann echt noch nebenbei schön. Auch die Sachen, also jetzt keine so Lieblingsprojekte, sondern richtige Arbeit für. Für Geld auch. Für Geld. Wobei die auch, also es gibt auch natürlich die Arbeiten, wo du sagst, okay, das machst du jetzt echt nur, damit du ein bisschen Kohle reinkriegst. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, taugt mir der Bereich total gut. Mhm. Macht einfach unglaublich Spaß. Mhm. Und auch die sozusagen die Schaßarbeitsprojekte, die es teilweise auch gibt, da lernst du auch immer was dazu. Mhm. Und die sind auch total gut. Mhm. Die sind auch gut. Und eben halt sonst auch Imagefilme, Animationen, also das taugt mir. Ich möchte nichts anderes arbeiten. Also, das passt. Fein. Gut. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke dir, Maria. Vielen Dank für die Möglichkeit. Alles Gute. Baba. Astrid. Mhm. Wie oft oder wann bist du faul? Ich bin sehr selten faul. Ich bin eher, also ich war, glaube ich, über 30 Jahre meines Lebens faul und habe sehr wenig getan. Mhm. Und in den letzten Jahren hat sich sehr viel verändert und da ist sehr viel Energie oder Energie-Lebenskraft freigesetzt worden und dadurch bin ich sehr selten faul. Irgendwie, ich mache halt voll viele Sachen und mir taugt es voll. Und so gesehen bin ich nicht so faul, ich habe aber dann schon selten, aber doch so Phasen, wo ich dann wirklich so ins Genießen reinkomme, so wirklich so ins Nichtstun und Genießen, aber die Momente sind sehr selten eher. Also ich bin eher mehr so eine Geschäftelige, die immer irgendwo glüht sozusagen. Mhm. Das bin ich eher.